Emma, stehst du bitte auf? Es ist jetzt schon kurz nach 9. Wir wollen gleich zusammen frühstücken. Aber Mama, es ist auch Wochenende. Da kann man noch lange schlafen. Bis in die Puppen. Ach Emma, komm schon. Sonst müssen wir ohne dich essen, Noch 5 Minuten? Oh, 5 Minuten. Erstmal weiß ich nicht, wie viel das ist, aber lieber 5 Stunden. Das ist mehr. Wo sind denn alle? Ich dachte, wir wollten, also um diese Uhrzeit frühstücken wir doch immer, aber wo ist noch keiner wach? Wie, bin ich jetzt als erstes wach? Das gab's ja noch nie. Oh Mann, das ist ja. Oh, das ist irgendwie blöd, weil jetzt muss ich auf alle warten und dabei möchte ich eigentlich jetzt schon meinen schönen Kakao trinken. Oh, perfekt, der wurde ja sogar schon vorbereitet. Oh, sogar heißer Kakao. Super. Irgendwie schmeckt der Kakao heute komisch. Weiß ich nicht. Oh, na, nee, egal, vielleicht ist das eine neue Sorte. Vielleicht ein bisschen Zucker rein. Ja, mit Zucker geht's eigentlich wieder. Aber irgendwie, ja doch, das sieht auch aus wie Kakao. Ja, scheint eine neue Sorte zu sein. Ich schau mal ein paar Cartoons. Oh Mann, irgendwie auf einmal bin ich hellwach. Wieso das denn? Hanna, stehst du dann bitte auch auf? Ja, ich bin schon wach, Mama. Und kannst du dann bitte auch Papa wecken? Ich gehe erstmal ins Badezimmer. Okay. Oh Mann, ich will ja diesen Kakao direkt austrinken. Normalerweise will ich immer ganz lange warten, aber diesmal nicht. Oh Mann, das ist. Auf einmal wird mir ganz komisch. Warum bin ich denn auf einmal so hellwach? Und auf einmal muss ich voll auf Klo. Oh, das ist ja wie bei Papa, wenn er. Oh, ist das etwa. Nein, nein, das ist bestimmt nicht der Kaffee. Das ist einfach ein neuer Kakao. Julian, stehst du bitte auch auf? Julian? Oh, sein Bett ist leer. Dann ist er wohl schon aufgestanden. Habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, na gut. Dann gehe ich erstmal ins Badezimmer und dann mache ich das Frühstück für alle fertig. Mein Kaffee wird mittlerweile auch schon kalt sein. Oh. Hey, Papa, aufstehen! Was? Aufstehen! Es gibt gleich Frühstück, hat Mama gesagt. Ja, Ist doch Wochenende. ich bin schon wach, ich bin schon wach. Gib mir noch 5 Minuten, dann komme ich runter. Deine 5 Minuten kenne ich, Papa. Das dauert ewig. Ich gehe schon mal runter. Hey Hanna, hey Hanna, hey Hanna, hey Hanna, was machst du? Was machst du? Wollen wir was spielen? Wollen wir vielleicht raus auf den Spielplatz? Oder willst du was essen? Oh, du hast tolle Klamotten an. Wie geht's dir eigentlich? Oh, hast du etwa eine Was neue ist denn Schleife? Hast mit du dir neue los, Haarfarbe? Ich Julian? habe eben einen neuen Cartoon gesehen und ich weiß, ich bin hellwach, ich bin hellwach und ich könnt Bäume rausreißen, aber wir haben hier keinen Baum. Sollen wir einen Baum anpflanzen hier bei uns? Oh, Oder Julian, wollen was wir einen ist denn ganzen Wald los? hier haben? Das wäre doch Ich cool, ein bin auch ein ganzer bisschen Wald. müde und ich bin auch erst vor 5 Minuten Da aufgestanden. könnten Warum wir auch bist du Bären denn und schon Wölfe hier so? haben im Haus. Das wäre doch cool, das wäre doch Warum bist super. du denn schon so hellwach? Ich weiß nicht wieso. Mir ist jetzt ein bisschen nach Tanzen. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Boah, der geht I ja like to gar move it, nicht move it. heute, I like to move it, Julian. move it. Hanna, Geh willst du nicht erstmal in die mitmachen? Küche. Hanna, willst du nicht mitmachen? Mach doch mit, mach doch mit, mach doch mit. Oh, du bist voll der Morgenmuffel. Richtiger Morgenmuffel. Was könnte ich denn noch machen? Ich könnte ja die Treppe hoch und runter laufen. Die ganze Zeit, ja, die ganze Zeit. Oder ich könnte durch alle Zimmer laufen und alle wecken. Ja, das mache ich. Ich gehe jetzt durch alle Zimmer. Hallo, hallo, hallo. Hier kommt Julian. Hey Mama, guten Morgen, Mama. Mama, was machst du da? Mama, bist du im Badezimmer? Mama, du siehst, hast du was Neues an? Nein, hast du nicht. Ist das eine neue Haarfarbe? Nein, ist sie nicht. Hey Mama. Julian, Julian, jetzt raus. Ich bin hier gerade auf der Toilette. Was ist denn los mit dir? Alles klar, ich bin raus. Ich gehe in Hannas Zimmer. Wir sehen uns später, Mama. Können wir neue Haustiere haben? Bitte, 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 bitte. Oder ein neues Skateboard, das wäre super. Und danach ins Einkaufszentrum. Hey Pia, was machst du? Du bist ein Hase oder ein Kaninchen? Das weiß ich mittlerweile nicht. Willst du vielleicht auch im Wald? Das wäre super. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Oh Mann, oh Mann. Ich kann sogar ein Rückwärtssalto jetzt. Und perfekt. Super. Aber jetzt ist mir schon wieder langweilig. Was könnte ich denn machen? Oh, ich kann weiterlaufen durchs Haus. Hey Mama, ich bin's wieder. Na, wie geht's dir? Was hast du gemacht in Julian, der Zeit? raus jetzt! I like to move it, move it. I like to move it, move it. Was stimmt denn nur nicht mit ihm? Er ist total aufgedreht und das noch morgens in der Früh. Hey Papa, guten Morgen. Sollen wir vielleicht ein bisschen catchen, ein bisschen Wrestling machen? Ich könnte dir einen neuen Trick zeigen. Bitte, 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 bitte. Julian, sag mal, weißt du, wie schwer das eigentlich ist? Oh, es ist doch Wochenende, lass mich doch ein bisschen ausschlafen. Bitte, Papa, bitte, 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 bitte. Oh Papa, werde ich doch. Mach doch irgendwas. Willst du nichts machen? Sollen wir vielleicht gleich ins Einkaufszentrum und danach ein neues Skateboard kaufen und danach vielleicht noch auf dem Spielplatz? Boah, Julian, sag mal, was ist denn mit dir los hier so früh am Morgen? Nee, ich kann jetzt nicht. Ich will jetzt noch ein bisschen weiter schlafen. Okay, Papa, okay. Oh, wen habe ich denn heute noch gar nicht gesehen? Ah, die Emma. Emma, ich komme. Emma, Julia kommt. Hey Emma, guten Morgen. Lust auf Catching? Sollen wir ein bisschen Wrestling machen? Ich zeig dir einen neuen Trick. Willst du gleich auf dem Nein! Spielplatz? Willst du vielleicht auf dem Baum Ich oder so? schlafe! Oh Mann, ich wollte hier noch ein bisschen schlafen. Okay, Jetzt dann geh schlaf mal weiter. runter! Schlaf, 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 Mann! schlaf, schlaf. Gib mir einfach Bescheid, wenn du wach bist. Sonst kannst du weiter schlafen. Schlaf ruhig weiter. Schlafen, 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 schlafen. Ich lauf weiter. Lauf nach unten. Bis gleich. Oh, was ist mit ihm denn los? Hat er irgendwie eine Batterie verschluckt oder so? Viel zu viel Energie! Hey Mama, Mama, fang mich, fang mich, fang mich, fang mich! Was? Was soll ich Mama, fang machen? mich, du sollst mich fangen! Ich springe, Nein! ich springe, ich springe, ich springe, ich Julian! springe! Geronimo, 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 Geronimo! Julian! Oh Mama, du solltest mich fangen! Du Julian! solltest mich Bist du fangen! total verrückt Warum hast du mich nicht geworden? gefangen? Mama, können wir gleich ins Einkaufszentrum und danach auf dem Spielplatz? Bitte, 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 Was? bitte, bitte, Nein! bitte! Runter! Mama, ich gehe jetzt frühstücken. Aber muss ich dabei sitzen bleiben? Kann ich dabei auch durchs Haus laufen, wenn ich ein Brot esse? Bitte, 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 bitte! Oh, Julian, mach, was du möchtest. Du bist total aufgeregt. Ich kann dir Okay, überhaupt nicht okay. folgen. Bis später, Mama, bis später. Hab dich lieb, hab dich lieb, hab dich lieb!
Oh, meine Güte, wie kann man morgens so wach sein? Aber normalerweise hat Julian doch auch einen Morgenmuffel. Was ist denn nun mit ihm los? Hm, was macht denn der Becher hier? Der war doch vorhin noch in der Küche und da war auch noch Kaffee drin. Julian, hast du etwa Kaffee getrunken? Was hab ich, Mama? Nein, ich hab den neuen Kakao getrunken. Der war ziemlich gut und jetzt bin ich hier auf dem Kamin. Und das ist ziemlich heiß, aber ich bin jetzt hier ganz, ganz oben. Ach, war das gar kein Kakao? Ach, das war ein Kaffee. Oh, jetzt verstehe ich auch, warum ich auf Klo muss. Aber ich habe keine Zeit dafür. Ich muss hier rumlaufen. Oh nein, hoffentlich hört das bitte gleich auf. Sonst ist er den ganzen Tag so aufgedreht. Oh, hey, halt hey, Hanna, auf. Hey, Hanna, hey, Hanna, hey, Hanna, hey, Hanna. So, ihr drei, herzlich willkommen zum Puppentreffen. Ich bin die erste Vorsitzende Emma, aber das wisst ihr ja schon. Hm, jedes Treffen ist irgendwie komisch. Ich rede und ihr antwortet nicht. Vielleicht können wir da noch jemanden dazu holen. Hm, Julian, hast du nicht Lust, auch in den Puppenclub zu kommen, bitte? Habe ich vielleicht vor Langeweile zu sterben? Nein, also ich komme ganz bestimmt nicht. Ach komm schon. Nein, keine Lust. Ich will nicht mit deinen Puppen spielen. Na toll, habe ich mir schon fast gedacht. Ich spiele immer mit dir und wenn ich was von dir will, machst du nicht mit. Toll. Ja, Emma. Erzähl das der Wand. Also, weil Julian nicht mitmachen will, bleibt alles beim Alten. Erster Tagespunkt, wollt ihr per Hand gewaschen werden oder in die Waschmaschine, wenn Waschtag ist? Waschmaschine mag ich nicht, das ist mir immer ein bisschen zu wild. Ah, du kannst ja sprechen. Seit wann das denn? Ah, träum ich gerade? Nein, Emma, setz dich wieder hin. Alles ist gut. Ich kann immer schon sprechen. Und nur du kannst mich verstehen, die anderen sind alle schon zu alt. Okay, aber warum hast du nicht schon viel früher mit mir geredet? Du wohnst doch schon eine ganze Zeit in meinem Zimmer. Bisher war es gar nicht nötig, dass ich spreche. Aber jetzt sollten wir Julian eins auswischen. Ich kenne all seine Geheimnisse, weil ich kann immer vom Zimmer hier rüberschauen und ihn beobachten. Okay, aber wie sollen wir das anstellen? Ich weiß, dass Julian immer unter sein Bett geht und da furzt. Der Gestank kommt manchmal bis in dein Zimmer. Was? Oh, Emma, was willst du schon wieder? Julian, kommst du jetzt bitte? Nein, ich hab doch gesagt, ich komm nicht. Du kannst ruhig mit der Wand sprechen. Die kann vielleicht mit dir spielen. Oh Mann, Mann. Der Witz ist richtig gut. Na gut, wenn du nicht willst, dann erzähl ich halt allen, dass du immer unter dein Hochbett gehst und da rumpupst. Und das stinkt gewaltig. Ja. Mach doch. Das weiß doch sowieso schon jeder. Und keiner geht mehr unter mein Hochbett, weil da ein echt heftiger Gestank schon ist mittlerweile. Naja, kannst du ruhig erzählen. Mich interessiert das nicht. Das hat gar nichts gebracht. Wir müssen irgendwie was anderes haben, was ihn mehr aufregt, von dem keiner was weiß. Ich habe noch ganz viele andere Geheimnisse. Du ja? kannst vielleicht zu Julian sagen, dass er sich immer vor den Spiegel stellt mit Hannas Klamotten und dann sagt er immer, bin ich nicht ein schönes Mädchen? Wirklich? Julian? Emma, was willst du schon wieder? Kommst du jetzt bitte in den Puppenclub? Nein, komm ich nicht. Habe ich doch eben schon gesagt. Zum letzten Mal. Nein. Also, dann erzähle ich halt allen Leuten, dass du Hannas Klamotten anziehst und dann vom Spiegel stehst und sagst, bin ich nicht ein schönes Mädchen? Bin ich nicht ein schönes Mädchen? Was? Wo weißt du das? Das habe ich nur einmal gemacht. Hallo, das habe ich nur einmal gemacht. Oh, Emma, nee. Oh, Emma, das kannst du jetzt nicht wirklich rumerzählen. Das habe ich nur einmal gemacht und das war aus Versehen. Oh, ja gut, ich komme in diesen Puppenclub. Ist ja gut. Okay, na gut. Also, wenn du jetzt Mitglied im Puppenclub bist, dann musst du auch zu den Treffen kommen. Die sind in meinem Zimmer. Die anderen warten schon. Ja, ist ja gut. Ich setz mich schon ein. Aber du erzählst das nicht rum, ne? Wo weißt du das nur? Die war doch gar nicht da. Das geht gar nicht. Okay, Julian, dann setz dich mal hin hier in den Kreis und stell dich vor. Die anderen kennen dich noch nicht. Oh Mann, das ist ja sowas von dämlich. Ja, hallo ihr Puppen. Ich bin Julian, Emmas Bruder. Hallo. Oh Mann, ist das dämlich. Okay, Julian, jetzt zu den Regeln. Die erste und wichtigste Regel ist, alles, was ich sage, die erste Vorsitzende, das muss gemacht werden. Dass ich nicht lache. Ich bin der große Bruder, also darf ich entscheiden, was wir machen. Das sehe ich nicht ein. Nee, das gibt's nicht, Emma. Du bist doch verrückt. Hey Emma, psst, frag Julian doch mal nach seinem geheimen Popelversteck hinterm Regal. Dann wird er alles machen, was du sagst. Das mache ich. Na gut, Julian, bist du sicher, dass du nicht das machen willst, was ich sage? Oder soll ich vielleicht mal dein geheimes Popelversteck hinter dem Regal erwähnen, was du da immer machst mit den Puppen? Die schmierst du da immer hin. Was? Oh, also langsam wird's ein bisschen groß. Wo weiß sie das? Ja, ist ja gut. Oh Mann, das verstehe ich nicht. Wo weiß sie das? Das weiß doch gar keiner. Oh Mann, ich glaube, ich sollte die da wegmachen. Sehr gut gemacht, Emma, sehr gut. Jetzt wird Julian immer mit dir spielen. Na gut, jetzt, wo wir das geklärt haben, musst du mir einen Kakao bringen und für die Puppen auch einen, also 4 Stück. Das kannst du vergessen, also dir kann ich gerne einen Kakao bringen und mir auch, aber den Puppen, den bringe ich jetzt bestimmt nicht. Ich bin doch nicht verrückt. Emma, aber ich möchte auch einen Kakao. Julian, entweder du bringst jetzt den Kakao oder ich werde deine Geheimnisse erzählen. Bin ich nicht ein hübsches Mädchen? Schaut mich an in den Kleidern von Hannah. Bin schon unterwegs. Das waren 4, ne? Für die Puppen auch. Ja, natürlich. Ja. Oh
Mann, wo weißt du das alles? Das ist sowas vom Fies. Das kann gar keiner wissen. Oh Mann, das klappt ja wie am Stierchen. Und denk dran, die Puppen wollen auch Kakao. Ja, ich hab's auch verstanden. Ich hab's schon verstanden. Ist schon gut. Die Puppen bekommen auch was, ja. Und am besten schmierst du auch keine Puppe in den Kakao und auch nicht mehr an die Wand. Das ist ja ekelhaft. Das habe ich auch nur als... Oh Mann. Das ist ja mega gruselig. Wo weiß sie das alles? Da war die doch nie zu Hause und die hat das auch noch nie gesehen. Und das mit dem Hannas Kleider, das war nur einmal und... Oh Mann. Sehr schön. Das machst du sehr gut, Emma. Den haben wir voll in der Hand, den Julian. Alles echt super. Danke, dass du mir dabei hilfst. Mal sehen, was noch so alles kommt. Aber das mit den Puppen ist wirklich sehr eklig. Bach. Ach ja, wir haben ja noch diesen Elternzettel wegen der Musikschule. Da muss ich auf jeden Fall Mama und Papa fragen. Hallo ihr beiden, ich wollte euch was fragen. Ja, bitte? Was gibt's denn? Schau dir mal den Zettel da an, Mama. Ist der von der Schule? Ja. Musikalische Frühförderung? Das klingt ja super, aber Hanna, du spielst doch gar kein Instrument. Frühförderung? Ach so, du willst ein Instrument lernen? Das wäre toll. Damit wärst du die Erste bei uns in der Familie. Ja, ich finde das ganz toll. Darf ich da hingehen? Bitte. Also von mir aus gerne. Wollen deine Freunde da auch mitkommen? Hast du vielleicht schon eine Idee, welches Instrument du lernen möchtest? Oh, ich glaub, das ist richtig hier. Das sind ganz viele Instrumente. Das muss diese Musikschule sein. Oh, sehe ich das richtig? Kommen da etwa die ersten Schüler? Ja, hallo. Oh, das muss die Musiklehrerin sein. Die ist ja cool. Und eins und zwei und eins und zwei. Ich komme gleich, Kinder. Seid doch nicht so schüchtern. Kommt einfach herein. Ist das da ein Saxophon? Hallo, ich bin die Frau Melodie. Und wer seid ihr? Ich bin der Dave. Ich bin Pia. Und ich Hannah. Herzlich willkommen in unserer Musikschule. Oh Mann, Hannah, geht das jetzt die ganze Zeit so? Wird die jetzt versuchen, die ganze Zeit zu singen? Oh, das kann ich mir nicht geben. Oh, Dave, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Den ganzen Nachmittag jetzt mit dieser ganzen Singerei. Das wird doch mega anstrengend. Das ist ja furchtbar. Oh Mann, stellt euch nicht so an. Ich finde das ganz toll. Drei Schüler sind schon da. Eine Schülerin fehlt noch. Kann denn auch einer von euch schon ein Instrument spielen? Also, ich kann kein spielen, aber mein Lieblingsinstrument ist Schlagzeug. Könnt ihr das auch unterrichten? Also, ich kann jetzt noch nicht so gut Instrumente spielen, aber ich finde die E-Gitarre ziemlich cool, weil ich höre ziemlich gerne Rock und so Heavy Metal. Dave, du und Heavy Metal, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ja, wieso nicht? Wie? Dann kennst du mich ja noch gar nicht, Hannah. Oh, ich sehe, die letzte Schülerin kommt und es kann gleich losgehen. Oh, die anderen Kinder sind schon da. Ich bin die Letzte. Oh, das ist ein bisschen peinlich. Nein, nein, hier ist gar nichts peinlich. Hereinspaziert, du musst die Maria sein. Wer von euch kennt denn dieses Instrument? Oh, hier, ich weiß es, das ist eine Gitarre. Vielleicht auch eine Akustikgitarre. Richtig. Und weiß auch jemand, wie sich dieses riesengroße Instrument hier nennt? Hier, ich glaube, das ist eine ganz große Gitarre. Nein, das ist leider nicht richtig. Das nennt sich Kontrabass, dieses Instrument. Hannah, dein Ernst? Das wusstest du jetzt nicht. Das ist doch keine große Gitarre. Also, wie kommst du denn darauf? Wusste ich halt nicht. Kontrabass kannte ich noch nicht. Und hier ist schon das nächste Instrument. Wie heißt dieses wunderschöne Instrument? Ich weiß es. Hier. Hannah, jetzt sag aber bitte nicht, das ist eine kleine Gitarre, oder? Was denkst du denn? Ich glaube nicht. Nennt sich das nicht irgendwie so Geige oder so? Hier, Frau Melodie, das müsste eine Geige sein und die kann ich auch schon ein bisschen spielen. Kann ich auch gerne zeigen. Oh, ein Freiwilliger, da freue ich mich doch sehr. Bitte schön. Okay, alles klar. Oh, wow, das klingt schön. Dave kann ja Geige spielen, das wusste ich überhaupt nicht. Oh, Dave, du bist aber wirklich sehr begabt. Sehr schön. Jetzt kann sich jeder ein Instrument aus der Kiste suchen und dann werden wir gemeinsam musizieren. Ihr habt jetzt alle eure Instrumente und auf drei geht's los. Ich klatsche den Takt. Oh, ich finde diesen Jungen wirklich total begabt. Der ist so musikalisch. Ich finde den toll. Das ist unser Freund Dave. Der geht mit uns in eine Klasse. Der hat übrigens schon eine Freundin. Oh, Hannah, das ist leider gar nicht im Takt. Bitte achte darauf, wie die anderen ihr Instrument spielen. Ist das nicht im Takt? Oh, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Und beim nächsten Mal zeige ich euch etwas auf meinem Klavier. Macht's gut, ihr lieben Kinder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Oh Mann, mir hat's total viel Spaß gemacht, aber irgendwie kann ich das alles noch nicht so gut. Wo ist denn dieses andere Mädchen hin? Wir waren doch zu viert. Und was ich dir noch sagen wollte, du bist übrigens sehr musikalisch. Das hat mir gut gefallen. Hey, da vorne ist sie doch. Hey, Hannah, wo willst du denn hin? Hannah, warte doch.
Oh Mann, das war so toll bei Frau Melodie. Und ich wäre auch so gerne so musikalisch wie Dave. Ich gehe schnell nach Hause und übe. Hey Julian, was machst du da? Ja, ist dir auch so langweilig wie uns? Was? Nee, mir ist nicht langweilig. Ich schaue hier gerade ein paar Minecraft-Videos und für neue Maps und so. Also mir ist nicht langweilig. Na gut, komm mal, wir gehen in mein Zimmer. Na gut. War ja klar, dass sie mich wieder nerven müssen. Ob ich mit dem Puppen spiele oder Vater, Mutter, Kind, darauf habe ich einfach keine Lust. Ich schaue mir hier lieber meine Videos an. Toll, jetzt sind wir in meinem Zimmer und hier weiß ich auch nicht, was wir machen wollen. Mir ist total langweilig. Ha, mir kommt gerade eine Idee. Wollen wir nicht einfach Julian ärgern? Das wäre lustig. Hallo Julian, da sind wir schon wieder. Na, ja, hast du uns vermisst? Ihr? Da sind wir wieder und wollen mit dir zusammen spielen, Puppen spielen. Nein! Wisst ihr was? Ihr seid hier völlig fehl am Platz. Raus mit euch, raus, raus, raus. Ich will nicht mit euch spielen. Ich will hier meine Videos schon hier nerven. Wir wollen aber mit dir spielen. Nein! Raus aus meinem Zimmer, habe ich gesagt. Ihr dürft hier nicht rein, wenn ich sage, ihr dürft hier nicht rein. Raus aus meinem Zimmer, habe ich gesagt. Ihr dürft hier nicht rein, wenn ich das sage. Emma, hör auf damit. Ha, das macht total Spaß, Julian zu ärgern. Wir gehen jetzt ganz langsam raus, wie in Zeitlupe. Vielleicht kommen wir nochmal wieder. Das war total lustig. Lass uns irgendwas überlegen, wie wir ihn als nächstes ärgern können. Wir könnten ihn mit Sachen bewerfen oder wir könnten Pupsgeräusche die ganze Zeit gute machen. Idee, das finde ich lustig. Boah, was wollen die schon wieder hier drinnen? Hallo, Julian! Boah, nerven könnt ihr viel besser als ich, wisst ihr das? Boah, ihr seid sowas von nervig, ich bin ja gar nichts da. Boah, raus mit euch! Bevor Julian uns boah, ich sag kann. Das sonst gleich Mama oder Papa, doch, raus! Fang uns doch, fang uns doch! Wenn die noch einmal hier reinkommen, ne, dann kriegen die richtig Haue von mir. Aber so richtig, vom Feinsten. So, ich warte jetzt einfach hier hinter der Ecke und gleich, wenn die vorbeikommen, dann überrasche ich die. Aber mal so richtig. Okay, Hanna, so wie besprochen. Also, auf drei. 1, 2, 3, Angriff! Hey, was wollt ihr schon wieder hier? Julian, wir wollen dich ärgern. Oder du spielst mit uns Puppen. Oh, verzieht euch. Ich will euch hier nicht haben. Fang uns doch. Nein, werde ich nicht. Oh, ihr seid sowas von nervig. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Habt ihr nichts zu tun? Nein, können wir nicht. Oh mein. Also jetzt ist mir auf keinen Fall mehr langweilig. Julian, der Kleine, hat Spaghetti-Beine. Boah, ihr habt echt keine Hobbys, wisst ihr das? Ihr solltet mal irgendeinem Hobby nachgehen oder so. Mann ey, wisst ihr was? Das wird mir viel zu viel. Ich baue mir jetzt hier eine Mauer auf. Dann kommen die hier nicht mehr rein. Dann könnt ihr mich nicht mehr nerven. So, der Tisch kommt hier hin. Perfekt. Dann brauche ich hier noch die Leiter von meinem Bett. Sehr gut. Was ist denn da oben schon wieder los? Irgendwie rumpelt's die ganze Zeit. Martin, ich werde mal nach oben gehen und gucken, was da los ist. Alles klar, ich bin hier unten, wenn du mich brauchst. So, den nächsten Angriff auf Julian müssen wir gut planen. Wir könnten ihn vielleicht mit einer Wasserpistole abschießen. Das wäre eine gute Idee. Oder wir könnten ihn bewerfen mit so kleinen Papierkügelchen oder so. So, die Mauer steht, die kommen hier nie wieder durch. So, und jetzt habe ich endlich meine Ruhe und kann mir die Videos jetzt in Ruhe anschauen. Mann ey. Was ist denn hier los? Warum steht denn hier der Schreibtisch und der Stuhl da oben direkt vom Zimmer? Ich schieb das besser mal an die Seite. Ich weiß gar nicht, was das hier soll. Julian, was machst du denn da unter dem Hochbett? Und warum stehen hier die Möbel so kreuz und quer? Oh, da lag ja noch was. Oh. Oh. Das war gar nicht für dich gedacht, Mama. Das war wegen Hanna und Emma. Die haben mich die ganze Zeit genervt. Die sind dran schuld. Oh, ich bin direkt auf meine Hand gefallen. Das tut total weh. Moment, ich kann wirklich nichts dafür. Wer jetzt was dafür kann, ist doch total egal. Ach, meine Hand tut so weh. Oh, Mama, vielleicht hast du Glück und du hast auch deinen Arm gebrochen. Dann kriegst du auch so einen coolen Gips. So wie ich kann auch unterschreiben, weil meinen Namen kann ich ja schon schreiben. Ach, Julian, ein Gips wäre das Letzte, was ich mir jetzt wünschen würde. Ich will einfach nur, dass dieser Schmerz aufhört. Oh, Mama, wenn du willst, können wir auch ins Krankenhaus jetzt fahren. Da gibt's auch Rollstühle und so, dann kann ich ein bisschen rumfahren. Julian, wir fahren gar nicht ins Krankenhaus. Wenn, fahre ich mit Papa alleine. Oh, Mann. Wann Mama und Papa wohl aus dem Krankenhaus wiederkommen? Die sind echt schon lange weg. Mhm. Ja, die sollen mir einen Kakao machen. Wir haben jetzt hier schon mindestens 20 Cartoons geguckt. Stimmt, sogar vielleicht viel, viel mehr, wenn ich so weit sehen könnte. Oh, hat ihr es gehört? Da ist jemand an der Tür. Mama, Papa? Mama, Papa, seid ihr wieder da? Mama, ich will Kakao. Ja, wir sind wieder da, Kinder. Hat etwas länger gedauert. Tut uns leid, aber naja. Und Mama, was hast du? Und hast du einen Gips? Oh nee, das ist ja gar kein gebrochen? Gips. Was ist das? Nein, es ist kein Gips geworden. Ich habe mir auch nichts gebrochen. Es ist nur verstaucht. Und jetzt habe ich so einen Verband. Den muss ich jetzt ein bisschen noch eine Weile tragen. Oh Mann, Mama, also eins muss ich dir sagen. Also ich hatte schon Gips an meinem Bein und an meinem Arm und du noch nie. Oh Mann, bist du das wohl hinbekommst? Aber Julian, das ist doch nichts, worauf man stolz sein kann. Also ich finde schon. Fashion Week hier in Playmobil City. Was ist das? Fashion Week?
Ich habe das noch nie gehört. Ich kenne das Wort nicht. Oh, Emma, das ist ganz toll. Da kommen ganz viele bekannte Leute hier nach Playmobil City und die stellen neue Mode vor, neue Klamotten. Oh, wie gerne ich doch da hingehen würde. Und dann könnte ich die ganzen Stars treffen, die Models. Was? Es wurde ein Geist gefasst? Und nicht von den Ghostbusters, sondern von zwei Kindern und der Polizei? Oh, das Telefon klingelt. Hm, wer das wohl sein mag? Claudia Vogel, hallo? Es geht um die Fashion Week? Mhm. Und Sie möchten meine Tochter Hannah dazu einladen, weil sie die Gewinnerin von Topmodel Kids ist? Das ist ja großartig. Also Hannah darf noch eine Begleitperson mitnehmen? Schon morgen ist das. Ach, das ist ja toll. Oh, die Fashion Week, wie aufregend. Das ist mein großer Traum. Ich wollte ja schon früher immer mal hin. Oh, hoffentlich nimmt Hannah mich mit. Hannah, ich habe was ganz Wichtiges zu erzählen. Hannah! Hm, was ist denn, Mama? Wir gucken hier was. Komm mal bitte. Oh, ich glaube, sie wird es überhaupt nicht fassen können, wenn ich ihr das jetzt erzähle. Oh, was ist denn, Mama? Hannah, du bist zur Fashion Week eingeladen. Ich bin eingeladen? Ja, weil du Gewinnerin bist von Topmodel Kids. Oh, wie toll. Und Hannah, weißt du was? Du darfst sogar noch eine weitere Person dorthin mitnehmen. Hm, eine weitere Person? Ja. Hm, vielleicht Dave? Oder willst du vielleicht mitkommen, Mama? Ach, das wäre toll. Oh Mann, ich freue mich so. Wir werden bestimmt ganz tolle Stars treffen. Wow. Ist das aufregend hier. Hier sieht's wirklich toll aus. So viele Models und tolle Outfits haben die an. Guck mal, da drüben ist auch Romy. Stimmt. Das war ja total klar, dass sie hier ist, oder? Und da hinten, da ist auch ihr Mann, Raoul. Ach, der hat sich schon einen Platz gesucht. Ah, und die kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ja, mir auch. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Aber ich glaube, ich habe schon mal ein Video von der gesehen. Oh Mama, das hätte ich nie geglaubt, dass wir mal irgendwann auf der Playmobil Fashion Week eingeladen sind. Ich auch nicht, aber ich habe mir das schon total lange gewünscht. Ich liebe Shoppen und Mode. Guck mal, da hinten ist die Bühne. Ich glaube, da wird gleich die neue Mode präsentiert. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall auch einen Platz suchen. Hallo, die Damen. Darf es ein Getränk sein? Das ist eine Mango- und eine Kirschschorle. Oh, ich hätte auf jeden Fall gerne die Kirschschorle. Danke. Dann stoßen wir doch mal an, Hannah. Auf die Fashion Week. Genau, auf uns. Und danke, dass du mich mitgenommen hast. Ach, du bist doch die Gewinnerin von Topmodel Kids. Wow, dass ich dich mal hier treffen kann. Ja, das bin ich. Ich bin die Hannah. Ach ja, Hannah, genau. Meine Tochter, die findet dich so toll. Die ist übrigens auch hier. Beate, kommst du mal eben? Beate! Ja, was ist denn, Mama? Oh, das ist ja die Hannah von Kids. Hannah, ich bin ein Riesenfan von dir. Ich habe immer für dich gewotet, als es um die Abstimmung ging. Wirklich. Oh, danke schön. Oh, das ist ja aufregend. Das hätte ich nie geglaubt, dass ich für jemanden ein Star bin. Oh Mann, das ist irgendwie total aufregend. Früher hat mich niemand erkannt und jetzt hier sogar auf der Fashion Week. Oh, wie toll. Ach, meine kleine Hannah, ich bin so stolz auf Sie. Oh, geht die Show schon los? Da vorne auf der Bühne passiert irgendwas. Hallo und herzlich willkommen. Es geht gleich los. Wir begrüßen auch unsere Designerin Stella und suchen Sie sich doch alle einen Platz. Dann kann es gleich mit der Fashion-Präsentation losgehen. Komm, Mama, setz dich schnell. Wir haben Plätze in der ersten Reihe ergattert. Ach, super. Dann haben wir eine gute Sicht. Oh, ich bin total aufgeregt. Meine erste Fashion Week. Super. Und hier sehen wir schon das erste Outfit. Ein Brautkleid in Pink. Und hier präsentieren wir Ihnen ein tolles Abendkleid. Leichte Stoffe übereinander gelegt und eine schöne kleine Blume ist vorne auch noch aufgestickt. Oh, Mama, hast du das Kleid gesehen? Das ist total schön. So als hätte ich auch gerne. Oh, leider ist die Show jetzt schon vorbei. Das ging total schnell rum. Aber ich hab's richtig genossen, Hannah. Da war auch schon das ein oder andere Kleid dabei, was mir gut gefallen hat. Ich finde ein bisschen schade, dass keine Kinderkleider dabei waren. Oh, Mama, das kannst du mir nicht antun. Das kannst du mir wirklich nicht antun. Warum hast du mir das nicht gestern schon gesagt? Oh, das ist eine richtig böse Überraschung. Weißt du das? Julian, Mensch, so schlimm ist es nun wirklich nicht. Doch, natürlich. Du hast es letztens gesehen, wo die da waren. Oh, ach, nein. Übertreib nicht. Oh, Nils ist voll der Angeber. Der sagt die ganze Zeit, ey, ich hab wohl die teuren Klamotten und das ist schön und das ist nicht so toll. Oh, du bist voll billig und so. Der nervt voll, Mama, der nervt einfach. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich mit uns verwandt ist. Julian, das wird schon nicht so schlimm. Der Nils, der ist doch lieb und nett. Ihr werdet euch gut verstehen und er wird sicherlich auch gut in die Kita hineinpassen. Hm, hat's schon geklingelt? Sind die schon da? Schau, Julian, da sind sie schon. Da könnt ihr direkt los in die Kita, ihr beiden. Oh nein, ich hab's mir anders überlegt, Mama. Ich gehe wieder nach oben, auch wenn es nur für einen Tag ist, auch wenn er die Kita nur besuchen will. Ich habe keine Lust drauf. Ich bin jetzt oben. Ciao. Ach, guten Morgen, ihr beiden. Du machst die Tür auf. Also wir haben dafür eine Angestellte. Ich dachte, das wäre letztes Mal nur eine Ausnahme gewesen. Nein, ich kann die Tür auch selber aufmachen. Ich habe Arme. Du, Mama, also wo bekomme ich denn jetzt meinen Proteinshake, bitte? Also du hast mir versprochen, dass ich hier meinen Proteinshake bekomme und das sieht nicht so aus. Also Tante Claudia ist da, glaube ich, die weiß gar nicht, wovon wir reden dann.
Wie bitte? Proteinshake? Bist du nicht ein bisschen zu jung dafür, Nils? Du kannst ein Glas Milch haben, wenn du möchtest. Ja, Milch niemals. Julian! Wo ist er denn jetzt hin? Julian! Wie, du rufst nach Julian? Habt ihr hier keine Sprechanlage? Oh Mann, das wird der totale Albtraum mit Nils. Oh Mann, aber vielleicht wird's doch gut. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ist er in der Kita ja ein bisschen anders drauf. Wobei, das bezweifle ich. Ach ja, und schön, dass das geklappt hat, dass Nils heute damit in diese Kita kann. Also ich muss jetzt direkt nach Mailand fliegen und heute Nachmittag bin ich wieder da. Naja, mit dem Privatjet klappt das ja ganz schnell. Gar kein Problem. Privatjet? Ah, Julian, da bist du ja. Schön. Ja, super schön. Guten Morgen. Hi, Nils. Julian, wie siehst du denn aus? Wie sehen deine Haare denn aus? Die sehen irgendwie so ein bisschen fettig aus oder so. Hast du heute Morgen gar nicht geduscht? Mama, was hab ich dir gesagt? Schon fängt er an. Natürlich habe ich nicht geduscht. Warum sollte ich jetzt morgens duschen? Bist du verrückt geworden? Dafür bin ich doch viel zu müde. Siehst du, Mutter, du schuldest mir jetzt 500 Euro. Ich habe doch drum gewettet, dass Julian morgens nicht duscht. Na, kannst du mir dann später geben, wenn du aus Mailand wieder zurück bist. Boah, der ist doch verrückt. Oh, wobei, Nils, du hast einen coolen Rucksack. Also, den finde ich gar nicht so schlecht. Also, der ist echt cool. Ja, finde ich auch. Der hat auch 1000 Euro gekostet, Julian. Was? 1000, wie ist das? Oh Mann, das ist doch mega viel, oder nicht, Mama? Och Mama, wie soll ich das nur überleben? Der wird in der Kita genauso drauf sein, der wird nur am Angeben sein. Naja, ich muss das jetzt durchziehen. Los, Nils, wir gehen jetzt. Na gut, ihr beiden, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß heute in der Kita. Und Julian, pass gut auf deinen Cousin auf. Boah, Mama, das bekommst du sowas von zurück. Du solltest lieber auf dich aufpassen, wenn ich wieder aus der Kita da bin. Also, das ist sowas von fies. Ach Julian, er macht sich solche Gedanken darum, wie der Tag heute in der Kita wird. Ach, ich weiß auch nicht, ob das gut geht mit Nils? So Nils, das ist die Kita Sonnenschein, mein Kindergarten. Ich liebe diese Kita. Ich will am besten gar nicht in die Schule oder so. Ich will immer in dieser Kita bleiben. Ist richtig toll. So, herzlich willkommen. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt? Ist irgendwas passiert? Bist du krank oder so? Musst du vielleicht nach Hause? Oh, das wäre sowas von toll. Ich kann dich auch nach Hause bringen, wieder gar kein Problem. Wir gehen am besten wieder. Wie sieht es hier denn aus? Ist das eine Kita oder eine Baustelle? Also tut mir leid, das ist doch kein Kindergarten. Oh mein Gott, das ist das reinste Chaos hier. Wie kannst du dich hier nur wohlfühlen? Ach, guten Morgen. Julian, wie ich sehe, hast du einen Gast mitgebracht. Guten Morgen, wie heißt du denn? Also Brigitte, meine Mutter sagt, dass das mein Cousin ist, aber ich bezweifle das. Ich glaube nicht, dass er zu unserer Familie gehört, weil der ist ganz, ganz anders drauf. Also bitte nicht ernst nehmen. Ach Julian, der ist bestimmt ganz nett. Willst du mir ihn nicht vorstellen? Ach, kümmern Sie sich um die Taschen hier. Das ist meine Tasche. Bitte gehen Sie da ein bisschen vorsichtig um. Die hat 1000 Euro gekostet. Wie bitte? Oh mein Gott, was ist das nur für eine Kita hier? Also bei uns in der Kita, da kümmert sich jedes Kind um seine eigenen Sachen. Also den Rucksack, den Abwasch und so weiter. Alles wird gemeinsam gemacht. Was ist denn hier bitte los? Alle Kinder spielen, keine Ordnung, gar nichts. Also, ist das ein Fußball hier? Das kann doch nicht sein. Also dein Freund, den du mitgebracht hast, der scheint wirklich ein bisschen seltsam zu sein. Wo kommt der denn her? Ich glaube aus einer anderen Galaxie oder so. Ich glaube, das ist ein Außerirdischer, so wie der sich benimmt. Brigitte, ich nehme seine Tasche ruhig. Ich bringe sie nach oben. Kein Problem, tut mir leid. Der ist ganz, ganz komisch drauf. Wer weiß. Vielleicht freundet er sich ja mit den anderen an. Vielleicht mit Sarah oder Ashley sogar oder Andreas oder Steve. Oh Mann. Das kann was werden. Ich glaube nichts. Hey du, bist du neu hier? Ich bin Ashley. Ach, oh Gott. Die Kinder können hier sogar vernünftig reden. Ja, hallo Ashley. Ich bin der Nils. Weißt du, wie das denn geschrieben wird? Schreiben? Das können wir hier noch gar nicht. Wir sind hier in der Kita. Ich bin Kira übrigens. Oh nein, wie putzig. Was für ein Niveau das hier in der Kita ist. Ach, hallo Kira, verstehst du mich denn? Ja, klar doch. Oh, wie ich sehe, Nils, hast du die anderen schon kennengelernt. Hey, Leute, das ist Nils, mein Cousin. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Hey du, Nils, sag mal, kannst du mir sagen, warum du so komische Klamotten anhast? Ich bin es, der komische Klamotten anhat? Das ist von Versace. Schau dich erstmal an. Was ist das für eine Marke? Die kenne ich ja gar nicht. Hey Nils, das geht nicht. Warum bist du so fies? Außerdem interessiert das hier keinen, was du anhast. Das sehe ich, dass hier keiner Interesse an irgendwas hat. Sag mal, wie sieht denn diese Kita hier aus? Wie eine Baustelle. Zum Beispiel hier oben, hier fehlt doch irgendwas. Das ist doch super gefährlich. Ah, ja, ich weiß was, das muss noch repariert werden, weil Onkel Stefan, der hat letztens hier so eine Rutsche hingebaut und da war so eine Leiter, damit wir in die Rutsche kommen. Das hat mega viel Spaß gemacht. Wie bitte? Eine Rutsche in der Kita? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Wofür braucht man die denn?
Ja, um natürlich Spaß zu haben. Wie hier das Bällebad. Sag mal, habt ihr sowas bei euch in der Kita nicht? Wie bitte? Ein Bällebad? Das ist ein Bällebad. Das habe ich ja noch nie gesehen. Und was macht man in solch einem Bällebad? Na, da kann man sich reinlegen, wie in einem richtigen Bad. Das fühlt sich richtig toll an. Komm doch rein. Nein, danke, ich verzichte. Das sieht ja nicht allzu spaßig aus. Und in einem Bad, wo alle baden, naja, nee, danke. Wo finde ich denn meine Tasche? Wie gesagt, jedes Kind passt auf seine eigenen Sachen auf. Aber ich denke, Julian hat sie irgendwo hingeschleppt. Den solltest du mal fragen. Ich dachte, darum kümmern Sie sich. Also für sowas bin ich nicht hier. Können Sie mir Ihre Tasche, meine Tasche gleich bringen? Danke. Nein? Oh nein, und hier liegen ja überall Puppen. Was für ein Chaos. Also das kann wirklich nicht sein. Wie kann hier Julian nur überleben? Julian, bist du dir wirklich sicher, dass das dein Cousin ist? Also ich finde irgendwie, seid ihr total unterschiedlich. Ja, das ist mein Cousin, aber vielleicht ist er auch vom Mars oder so, kann auch sein. Keine Ahnung, der ist irgendwie ein bisschen komisch drauf. Der gibt immer mit seinen Sachen an und der hat einen Rucksack, der hat 1000 Euro gekostet. Wie viel ist denn 1000? Ist das mehr als 3? Wie, das soll eine Turnhalle sein? Wie soll man denn hier fechten? Und was ist das bitte? Warum die Netze denn hier und dieser Korb? Also das verstehe ich nicht, wofür nutzt man das denn? Und hier, das hier? Also das sieht mir aus wie ein Gefängnisgitter. Naja, ein Gefängnis ist es schon irgendwie hier. Oh Mann. Hey, Nils, wie ich gesehen habe, bist du... Die Turnhalle, hier haben wir neue Geräte. Nils, guck mal, hier kann man hochklettern. Oh Mann, ich wusste gar nicht, dass wir das jetzt auch hier haben. Und ein Basketballkorb, hier kann man jetzt Basketball spielen. Oh Mann, soll ich vielleicht einen Basketball holen? Einen Basketball und was macht man damit? Basket, das heißt auf Englisch eigentlich irgendwas wie Korb, ja, vielleicht hat das was damit zu tun. Nein, danke, Julian, vielleicht fechten wir ja mal. Oh Mann, das wird der totale Albtraum heute und wir haben noch nicht mal gefrühstückt hier in der Kita. Oh Mann. Julian, könntest du mir vielleicht meine Tasche bringen? Die Dame hier am Empfang, die möchte meine Tasche irgendwie nicht bringen, ganz komisch, vielleicht sollten wir sie hier entlassen. Oh Mann! Also ich wollte noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen, dass du mir so viele Geheimnisse über Julian gesagt hast. Ja, das habe ich doch gerne gemacht, Emma. Sag mal, hast du vielleicht noch mehr Geheimnisse, die du mir sagen kannst? Ich kann dir sagen, dass Julian in seinem Zimmer seine Süßigkeiten vom Martinssingen versteckt hat. Aber wo genau, weiß ich nicht. Was? Das ist ja super. Ich liebe Süßigkeiten. Da hast du recht. Süßigkeiten sind schon was Feines. Wenn du die Süßigkeiten haben möchtest, musst du das Zimmer durchsuchen. Na gut, dann fange ich direkt mal damit an. Also, wo können die hier versteckt sein? Also, hier unterm Hochbett, da sind die nicht. Hier riecht es auch irgendwie ganz komisch. Nach Pups. Dann wollen wir mal weitersuchen. Es gibt ja doch bestimmt noch ein paar Nischen, wo ich noch nicht geguckt habe. Hä, was will denn Emma hier? Die muss doch raus aus meinem Zimmer. Die hat mich gleich gefragt, ey. Hey, Emma, sag mal, was willst du hier in meinem Zimmer? Es gab keine offizielle Einladung oder so. Ich wusste nicht, dass er in seinem Zimmer ist. Ich dachte, er sei woanders. Mist. Sag mal, warum schleichst du hier durch mein Zimmer? Du willst doch bestimmt irgendwas klauen. Raus. Du hast hier nichts zu suchen. Und wenn du nochmal kommen willst, dann baue ich mal wieder so eine Mauer oder so. Wobei, dann stolpert Mama wieder drüber und dann kriege ich wieder Ärger. Also raus. Ich gehe ja schon. Oh Mann. Ich muss Julian irgendwie aus seinem Zimmer rauskriegen, sonst kann ich das nicht durchsuchen. Boah, die ist sowas von dreist. Die will immer irgendwas klauen oder so. Was wollte die hier nur? Wie kriege ich Julian aus seinem Zimmer raus? Vielleicht... Ah, ich hab's. Wo habe ich denn nur den Fisch hingetan? Habe ich den vielleicht eingefroren? Ach, ich war mir so sicher, dass ich den in den Kühlschrank getan habe. Mama, Julian, der ärgert mich. Ach, Emma, ich bin gerade dabei, das Essen vorzubereiten. Was gibt's? Mama, ich wollte spielen und Julian lässt mich immer nicht. Der ärgert mich die ganze Zeit. Ach, das gibt es doch wohl nicht. Dann ist dem Julian wahrscheinlich wieder total langweilig. Ich denke, er sollte mir lieber beim Mittagessen helfen. Schick ihn doch runter zum Kartoffeln schälen. Machst du das für mich, Emma? Gehst du noch mal kurz nach oben und holst den Julian? Alles klar, das mache ich, Mama. Dann geht Julian aus dem Zimmer raus. Ach, Emma ist so ein braves, liebes Mädchen. Und wenn er gleich endlich aus dem Zimmer ist, dann werde ich das ganze Zimmer auf den Kopf stellen. Wie bei der Polizei, wenn die was durchsuchen. Julian, du sollst nach unten kommen zu Mama. Du sollst ihr helfen beim Kartoffeln schälen. Was? Wie bitte? Mittagessen? Ja, ich komme gleich. Nein, das Essen ist doch noch nicht fertig. Du sollst helfen, die Kartoffeln zu schälen. Oh, das war ja sowas von klar. Nie habe ich mal meine Ruhe hier. Warum muss ich denn jetzt die Kartoffeln schälen? Kann das nicht Hannah oder so machen oder Papa? Yeah, der Plan ist aufgegangen. Julian ist jetzt aus seinem Zimmer raus und ich habe jetzt nur noch ein paar Minuten Zeit, um hier alles zu durchsuchen. Vielleicht hat Julian seine Süßigkeiten auf dem Bett versteckt vom Martinssingen.
Also hier oben ist nichts, nur das Tablet. Wo kann er das denn versteckt haben? Bestimmt hat er sich ein gutes Versteck überlegt. Ich hoffe, ich finde es. Vielleicht unterm Tisch. Oh nee, hier ist es total staubig. da oben habe ich noch nicht geguckt im Regal. Aber ich brauche einen Stuhl, sonst komme ich da nicht ran und dann muss ich auch noch auf den Tisch klettern. So, jetzt noch ein bisschen strecken. Ich glaube, ich hab's. Da sind die ganzen Süßigkeiten vom Martinssingen. Ich durfte ja nicht mitkommen, ich bin noch zu klein. Aber jetzt kann ich mir davon was nehmen und hoffentlich merkt er das nicht. Oh, die mag ich am liebsten. Apfelschnüre. Oh, sind die lecker. Da esse ich gleich beide auf einmal. Oh, das mag ich auch gerne. Das ist so mit Blaubeergeschmack. Das sind doch Zitronenbonbons. Oh, ich habe alles aufgegessen. Da sind ja noch die Eier drin. Die wollten wir ja eigentlich ausbrüten. Die haben wir total vergessen. Aber ich kann auch nicht mehr. Oh, mir ist total schlecht. Oh, ich habe so viel Süßigkeiten gegessen, glaube ich. Ich muss mich erstmal hinlegen und eine Pause machen. So wie Papa, wenn er zu viel beim Mittag gegessen hat, muss er auch immer Mittagsschlaf machen. Mama, darf ich jetzt wieder nach oben? Ich bin fertig. Ja, kannst du, aber bitte ärger deine Schwester nicht mehr. Sie hat mir erzählt, dass du sie geärgert hast. Was? Das stimmt doch gar nicht. Ich war die ganze Zeit an meinem Tablet und die ist bei mir reingekommen, ohne zu fragen. Wem soll ich denn jetzt glauben? Die erzählen total unterschiedliche Geschichten. Oh, Emma hat mich doch bestimmt veräppelt oder so. Oh Mann, die war... Das war auf jeden Fall ein Streich. Hey, Emma, was soll das? Das waren doch meine Süßigkeiten. Das war mein Vorrat und du hast alles gegessen. Oh Mann, klasse. Oh, Julian, es tut mir leid. Ich konnte nicht anders. Oh Mann, danke. Es war so lecker. Ja, kann ich mir vorstellen. Julian, kannst du mich in mein Bett tragen? Ich kann nicht mehr, du musst mich rollen. Warum lache ich überhaupt? Ich bin hier im Gefängnis mit diesen... Ah, nein! Oh Mann, dass ich jetzt wirklich im Gefängnis sitze, nur wegen diesem blöden Foto. Ich hätte mir wirklich eine Genehmigung holen sollen. Oh Mann, hoffentlich bin ich schnell raus. Was? Sag mal, was erzählst du da? Ich habe ganz andere Probleme. Hast du dir mal diese Frau hier angeschaut? Oh Mann, wie sieht die denn aus? Ah, runter von meinem Bett! Was macht ihr da nur? Wir sind schon weg. Entschuldigung, wollten wir nicht. Kommt nicht mehr vor. Draußen nur komische Leute und hier drinnen. Was mache ich denn nur? Julian und Emma, das werdet ihr mir büßen. Herr Wachmann, ich hätte mal eine Frage. Und zwar, können wir vielleicht eine andere Zelle bekommen? Hier ist es nicht auszuhalten. Ach, sieh mal einer an. Ihr wollt in ein anderes Zimmer verlegt werden. Ja, wie wär's denn noch mit Ultra All Inclusive und vielleicht auch 24 Stunden Zimmerservice? Na, wie wär's denn damit? Und an die Minibar könnt ihr natürlich auch dann. Oh Mann, das wäre klasse. Spitze. Oh Mann, das könnt ihr glatt vergessen. Ihr bleibt da in dieser Zelle. Hier noch Wünsche äußern. Also ich glaube, es hakt. Oh Mann, es war ein Versuch wert. Ich muss so dringend auf Toilette, aber die anderen würden mich sehen. Egal, ich kann es nicht mehr aufhalten. Oh, zum Glück trage ich eine Sonnenbrille. Wenn ich nicht so gut sehen kann, könnt ihr mich sicherlich auch nicht gut sehen. Sag mal, was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein, dass du jetzt auf Klo musst. Ich flipp nach raus. Entschuldigung, Oma, aber ich bin gerade hier mittendrin in der Sitzung. Das gibt es doch nicht. Wo bleiben nur Frankie und Graf Spitzer? Die wollten mir doch helfen. Oh, Frankie, wir haben ja Molly versprochen, dass wir sie hier rausholen. Aber wie? Hast du eine Idee? Ja, ich habe eine spitzenklasse Idee. Ich habe auch extra Werkzeug mitgebracht, damit wir sie da rauskriegen. Ja, das ist so ein spezieller Schraubenzieher. Den habe ich neben der Toilette gefunden. Oh Mann, Frankie, das ist ja super. Wir kriegen Molly auf jeden Fall raus. Und dann wird sie richtig stolz auf uns sein. Spitzern, wir müssen jetzt nur noch am Polizisten vorbei und ins Gefängnis rein. Ja. Du, Frankie, das sieht aber nicht so gut aus. Also, der steht da. Ja, der schiebt hier Wache. Du, Frankie, also ich glaube, es wird jetzt Zeit, dein spezielles neues Raumtier einzusetzen. Das wäre super. Genau. Überraschungsangriff. Ja, genau. Spitzern, du kannst vorgehen. Alles klar. So, was hat uns Molly nochmal beigebracht? Buh, ich bin Graf Spitzern. Hast du Angst? Sag mal, wie kommst du denn hier rein? Und außerdem, Halloween ist doch schon längst vorbei. Also, raus aus den Klamotten. Wie bist du hier reingekommen? Was ist denn da los? Ist das etwa Graf Spitzern? Oh nein, doch nicht so offensichtlich. Los, Frankie, los.
Snuffy, Snuffy in dir! Was soll ich denn tun? Brat ihn eins über! Sag mal, was seid ihr denn für ein Karnevalsverein? Wo kommt ihr denn auf einmal her? Und was sind das für Kostüme und warum hat der sich auch verkleidet? Und wie kommt ihr hier rein? Los, Frankie! Das ist jetzt ein Angriff hier mit dem Schraubenzieher. Sag mal, ist das eine Klobürste? Oh Gott, da hängt ja noch was dran. Damit hau ich dich um, du. Was, wie bitte mit einer Klobürste? Nee, das kannst du vergessen, die stinkt nur, mehr auch nicht. Oh nein, Frankie! Ah, diese Vollidioten, die kriegen ja gar nichts hin. Du, Frankie, sag mal, wie wär's mal mit deinem Mundgeruch? Da kipp ich auch immer sonst um. Versuch's mal damit, ja. Los! Super, ja genau, das mache ich. Was ist das denn? Oh Gott! Oh Mann, mir wird ganz schön schwindelig. Was ist das nur für ein Geruch? Das ist ja nicht mehr menschlich. Frankie, du hast es geschafft! Ja, es hat geklappt. Oh. Aber wie schaffst du das eigentlich immer wieder? Ich habe so mindestens 3 Jahre meine Zähne nicht geputzt. Oh Mann, das ist ja richtig eklig. Naja, wir müssen jetzt Molly befreien. Ihr habt es doch noch geschafft. Wie hat das nur geklappt? Also das habe ich euch nicht beigebracht. Los, befreit mich! Du, Frankie, weißt du, wie das hier aufgeht? Nee, aber ich könnte ja mal den Schraubenzieher vielleicht benutzen. Los jetzt! So, Molly, du bist frei. Ja? Ich bin wieder frei, ich bin frei. Und jetzt geht es auf die Suche nach Julian und Emma. Aber vorher, da muss ich mich noch um euch kümmern. Wo habt ihr das schon gelernt? Hä? Was? Was meinst du denn? Dann hab ich das euch so beigebracht, oder wie? Das haben wir nie geübt. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh Mann. Du brauchst mich doch nicht hauen. Und dann noch Graf Spitzzahn, sag mal. Auf welche Rolle hast du denn heute gespielt? Du, Molly, also ich wollte Frankie nur helfen. Oh, sag mal, musste das sein? Ich bin wieder frei. Wir müssen sofort verschwinden hier. Der Alarm geht bestimmt gleich los. Und was ist mit den anderen Monstern da in der Zelle, die in den Lederklamotten? Wollen die nicht auch mit? Nee, also wenn ihr draußen seid, dann bleiben wir hier drinnen. Gar kein Problem, wir bleiben hier in der Zelle im Gefängnis. Oh Mann. Ich denke, das ist besser so. Die sollen ihr eigenes Ding durchziehen. Hier sind wir wenigstens sicher vor denen. So, Playmobil City. Molly ist wieder da. Oh, eine Eilmeldung. Die Frau, die immer in die Häuser eingebrochen ist und die Kinder erschreckt hat, die ist wieder draußen. Die ist ausgebrochen aus dem Gefängnis. Das gibt's doch wohl nicht. Oh Mann, ach du dickes Ei. Ich muss sofort zu Julian. Molly ist draußen. Julian, du glaubst nicht, was passiert ist. Was ist denn? Du musst sofort dein Tablet weglegen und nein! Los. Jetzt hör mir zu, du Butterbirne. Also, Molly, die ist aus dem Gefängnis draußen. Die ist ausgebrochen. Ja. Ist das dein Ernst? Ja. Oh Mann, die kriegen auch gar nichts hin. Oh, ich wette, die Monsterfreunde von ihr haben ihr geholfen. Bestimmt. Oh Mann, die will uns bestimmt suchen. Definitiv. Julian, wir müssen uns irgendwie vorbereiten. Wir sind hier doch nicht sicher, wenn die jetzt kommt. Oh Mann. Keine Sorge, wir haben noch das Anti-Monster-Spray. Aber trotzdem, wir müssen uns irgendwie wappnen gegen Molly. Rette sich, wer kann. Ja, aber... Oh Mann. Oh, ich hab so schön geschlafen. Das war richtig toll. Na, du hast auch so schön geschlafen wie ich? Ja, bei mir ist alles gut. Ich habe gut geschlafen. Julian ist ja noch gar nicht wach. Ich gehe mal ganz vorsichtig an seinem Zimmer vorbei. Bin ich vielleicht die Erste, die aufgestanden ist? Obwohl, Mama und Papa sind schon wach. Das Bett ist leer. Dann will ich mich als Erstes mal ein bisschen frisch machen im Badezimmer. Wow, wo kommst du denn her? Was machst du hier im Badezimmer bei uns? Oh, du bist so ein scheußliches Ding. Ich dachte, ich werde dich los. Halloween ist doch schon vorbei. Was machst du denn hier? Mir reicht es jetzt so langsam mit diesen Kürbissen. Ich muss das Ding loswerden. Ich brauche irgendwas, womit ich diesen Kürbis kurz und klein hauen kann. Der soll verschwinden. Ich wette, dass in der Garage ganz viel Werkzeug von Papa ist. Da muss doch irgendwas dabei sein, damit ich diesen Kürbis zerkloppen kann. Hallo, guten Morgen, Emma. Na, hast du schön geschlafen? Emma, möchtest du vielleicht gleich morgens schon deinen Kakao trinken, den du so gerne magst? Oh, hallo Mama. Nee, Kakao nicht grad. Seltsam. Ihren Kakao hat sie doch nie ausgeschlagen. Den trinkt sie doch so gerne. Also irgendwas ist da bestimmt im Busch. Wenn Emma ihren Kakao nicht trinkt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Oh, diese Kiste ist so schwer. Die kann ich gar nicht richtig tragen. Emma, was machst du denn da? Nichts, Mama. Ich habe auch hier nichts versteckt. Ich habe nichts vor, nichts geplant. Ich bin einfach nur hier.
Diese Kiste kriege ich niemals die Treppe hoch. Ich muss die hier irgendwo verstecken. Am besten schiebe ich das Ganze hier drunter, da wird es keiner sehen. Aber ich habe mir ein Werkzeug schon rausgenommen, diese Hacke hier. So, ich habe alles, was ich brauche. Der Kürbis wird gleich gar nicht mehr da sein. Der wird verschwunden sein. Der wird nur noch Matschepampe sein. Na, jetzt guckst du ganz schön blöd aus der Wäsche, oder? Jetzt geht's dir an den Kragen. Ah, guten Morgen, Emma. Was machst du denn da? Emma, was machst du mit dem Werkzeug hier? Hast du irgendwas geplant? Was machst du da? Hallo, Anna. Nichts. Ich habe nichts vor. Das ist nicht mein Werkzeug. Das Werkzeug hat Papa hier bestimmt vergessen. Also mir gehört's nicht. Keine Ahnung, das war schon so. Also ich habe dich beobachtet. Du kamst doch gerade damit die Tür hinein. Okay, erwischt. Ich wollte diesen Kürbis wegmachen. Ich habe hier extra das Werkzeug und damit wollte ich ihn zerhauen. Ich kann ihn nicht ausstehen. Gib mal her. Emma, das kannst du doch nicht machen, der arme Kürbis. Aber Hannah, ich meine, Halloween ist doch schon vorbei und diese Kürbisse, die sind überall gewesen. Ich mag die einfach nicht, die machen mir Angst. Jetzt hat Hannah mir das weggenommen, dann hole ich mir halt ein neues. Damit müsste es vielleicht auch funktionieren, das ist eine Säge. So. Also gut, Emma, ich sehe, du meinst es wirklich ernst. Mhm. Und ich werde dir helfen. Das tut mir leid, dass du die ganze Zeit Angst vor Kürbissen hast. Also, ich nehme die Hacke. Und ich werde die Säge nehmen. Und los geht's. Du hast keine Chance. Oh Mann, dieser Kürbis, der ist ganz schön hart. Ich komme da gar nicht rein mit meiner Säge. Der ist unkaputtbar. Oh, das hätte ich auch nicht gedacht. Der ist echt steinhart. Was ist denn da oben schon wieder los? Ich höre da ganz komische Geräusche. Und was macht diese Werkzeugkiste hier unter der Treppe? Hat Martin die schon wieder hier stehen gelassen? Oh nein, nachher will Martin hier schon wieder irgendwas renovieren oder aufbauen und er hat mir davon gar nichts gesagt. Was macht ihr denn da mit dem Werkzeug? Hallo Mama, wir machen nichts. Was für ein Werkzeug? Schlaf ich noch? Ach, der schöne Kürbis. Den habe ich extra heute Morgen hier hingestellt als Deko. Mama, also wir, also wir würden total gerne mal wieder diese leckere Kürbissuppe essen, die du letztens mal gemacht hast. Deswegen bereiten wir das hier schon vor. Ah, ach so. Meine Kürbissuppe, ja, die fand ich auch sehr lecker. Dann eben keine Deko, dann kommt das Ganze in die Suppe rein. Aber den Kürbis, den werde ich lieber in meiner Küche zerlegen. Das ist nichts für Kinder und vor allem nicht mit so einem Werkzeug. Dafür nehme ich ein Messer, ein ganz scharfes. Oh, das hat gut geklappt. Jetzt sind wir den Kürbis los. Ja, und wir mussten nicht mal irgendwas machen. Das macht alles Mama für uns. So, ich wollte mich nur noch mal verabschieden. Tschüss, Kürbis. Hoffentlich bist du nächstes Jahr an Halloween nicht wieder da. Essen ist fertig. Es gibt Kürbissuppe. Ein Schritt vor, ein Schritt zurück. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ach Mann, jetzt ist die Musik weg. Jetzt kommen die Nachrichten. Es ist soweit. Die Herbstkirmes in Playmobil City ist nun eröffnet. Oh, Herbstkirmes? Da müssten wir unbedingt hin. Das werde ich sofort Julian und Emma erzählen. Oh Mann, mein Zimmer ist viel zu klein. Hier kann ich gar nicht richtig Skateboard fahren üben. Oh Mann, vielleicht sollte ich das ganze Haus als mein Zimmer sehen. Ja, ich glaube schon. Julian, ich muss dir was sagen. Was ist, Hannah? Ich habe hier sowieso schon Probleme. Und du wärst das nächste Problem hier. Achtung, Julian, du fährst gegen die Wand. Wie, was? Oh Mann, dieses Zimmer ist viel zu klein. Ist alles gut bei dir, Julian? Ja, alles ist gut. Ich wollte dir noch was sagen. Ja, komm auf den Punkt. In Playmobil City eröffnet die Herbstkirmes und ich will unbedingt hin. Was? Oh, klasse, komm. Die Herbstkirmes. Super. Das müssen wir sofort Emma erzählen. Okay. Also, was du mir da letztens erzählt hast mit Julians Süßigkeiten versteckt, das war keine gute Idee. Ich habe alles aufgegessen und danach ging es mir richtig schlecht. Emma, sag mal. Emma! Führst du schon wieder Selbstgespräche? Wir haben super Neuigkeiten für dich. Ab heute ist die Herbstkirmes in Playmobil City. Oh nein, nicht Herbstkürbis. Ich mag das nicht. Ich mag doch keine Kürbisse. Oh, Emma, doch kein Kürbis. Doch nicht Kürbis. Hannah, erklärst du ihr das mal kurz? Also, Kirmes, das ist so wie ein Jahrmarkt. Also, ganz viele tollen Sachen. Ja, da gibt's auch Zuckerwatte und sowas. Zuckerwatte, toll. Genau. Hey, Mama, lass sofort liegen, Mama. Was du da machst. Lass es. Was gibt's denn, Kinder? Warum seid ihr so aufgeregt? Oh, Mutter, ich muss dich was fragen. Und ich traue es mich nicht zu sagen. Dürfen wir auf die Herbstkirmes? Bitte. Herbstkirmes? Ach ja, die startet ja heute. Da wollte ich mit euch sowieso hin. Natürlich. Wirklich? Mann, ja, runter! Also wir gehen da auf jeden Fall hin. Aber erstmal gibt es Mittagessen. Und das muss ich erst noch kochen. Okay, Mama, warten genau hier. Ja, kannst genau. Mama warten. Ja, wenn das Essen fertig ist, dann gehen wir los. Und hier kannst du uns dann abholen. Oh, wow. Ist das riesig hier. Oh Mann, gigantisch. Das ist ja riesenhart. Das ist ja
so riesig. Das leuchtet sogar. Und so viele Leute sind da. Wow. Klasse. Mama, wir sehen uns später. Ich bin jetzt auf dem Riesenrad. Und ich gehe da zum Karussell, wo die ganzen anderen Kinder sind. Tschüss. Und ich bin da drüben beim Breakdancer. Stopp. Kinder, ihr könnt nicht einfach verschwinden. Ach Mama, wieso denn nicht? Erstmal, ihr habt gar kein Geld. Diese Fahrgeschäfte, die kosten Geld. Und außerdem wäre es nicht viel schöner, wenn wir alle zusammenbleiben? Sonst verlieren wir uns doch noch. Oh Mama, danke. Dankeschön. Du hast den besten Tag meines Lebens zu meinem schlimmsten Tag meines Lebens gemacht. Und warum muss ich denn jetzt mit euch mit? Ich wollte doch nur aufs Riesenrad und vielleicht muss ich ja gar nicht zahlen. Ich bin doch noch ein kleines Kind. Ach Julian und Emma, du darfst sowieso überhaupt noch nicht alleine weg. Mama, ich habe eine Idee. Wollen wir nicht irgendwie erst zusammen alle aufs Riesenrad und danach die anderen Sachen? Das ist eine gute Idee, Hannah. Ich weiß allerdings, ob wir das zeitlich schaffen. Wir sind ja jetzt schon kurz vor Schluss hier. Gebrannte Mandeln, Popcorn, Süßigkeiten aller Art, Erfrischungsgetränke. Oh Mann, was? Julian, gebrannte Mandeln? Da hat jemand gesagt, ich brauche gebrannte Mandeln, Mama, oder auch Süßigkeiten. Wofür entscheide ich mich denn heute? Ich nehme einfach alles. Alles, was hier auf der Karte steht. Einmal bitte einpacken, zum Mitnehmen. Danke. Julian, wo bleibst du denn? Hey, wir wollten noch zum Riesenrad. Oh Mama, warum musst du dich denn jetzt einmischen? Ich wollte eigentlich mit meinem Namen bezahlen, also dass ich Julian Vogel bin. Und sie hätte bestimmt gesagt, ach so, der Julian Vogel. Und ich hätte gesagt, ja, genau, der Julian Vogel. Und dann hätte sie mir alle Süßigkeiten gegeben. So einfach wäre das. So, wo möchten Sie denn drauf? Auf das Riesenrad, der Breakdancer oder das Kettenkarussell? Na, was darf's denn sein? Also ich würde mit meinen Kindern, also mit meinen drei Kindern gerne zusammen aufs Riesenrad. Also ein Erwachsener und drei Kinder. Alles klar. Alles klar. Wussten Sie, dass das Riesen... Naja, ich lasse das lieber. 4 Tickets für Sie. Bitteschön, viel Spaß. So, jetzt wo wir unsere Tickets haben, auf zum Riesenrad. So, Julian, das ist dein Ticket und das hier ist für dich, Hannah. Gut festhalten, nicht verlieren. Okay. Und ich, Mama, ich habe kein Ticket. Keine Sorge, Emma, ich habe für uns beide ein Ticket. Also jetzt los zum Riesenrad. So, Kinder, stellt euch schön in einer Schlange an. So, bitte einmal die Fahrausweise, bitte. Ich meine die Tickets. Hier, bitteschön. Also ich und meine drei Kinder. Also die Gondeln sind nur für 2 Personen. Da müsst ihr euch aufteilen. So, und die nächsten beiden? Das sind wir dann wohl. Hier. Also mein Bruder und ich. Boah, Emma, wir sind auf dem Riesenrad. Und Mama ist woanders mit Hannah. Oh Mann, und das wird klasse. Das geht gleich richtig nach oben. Was? Es geht nach oben? Ja, ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Oh, hier hat man eine richtig tolle Aussicht, oder Hannah? Was meinst du? Guck mal, wie klein die Leute da unten sind. Aber Julian, warum halten wir denn jetzt? Wir fahren nicht mehr. Achso, ja, vielleicht will jemand ein- und aus- oder aussteigen. Aber guck doch mal, hier haben wir den besten Blick. Wir sind ganz oben. Oh Mann, was für ein Glück. Oh, wir sind ja richtig hoch. Oh, sind das Ameisen? Wir fallen bestimmt raus. Warum haben die Ameisen so komische Haare? Oh Mann. Julian, ich hab Angst. Ich mein, wieder runter. Okay, ja, gleich geht's auch runter. Keine Sorge, Emma. Ich bin ja da. Oh Mann, was für ein Schisshase. Ob sowohl Julian und Emma auch so gut gefällt wie uns? Ich kann sie nicht genau sehen, sie sind zu weit weg. Oh, schade, die Fahrt ist schon wieder vorbei. Mann, nochmal. Ach, vielleicht ein anderes Mal, Hannah. Da vorne sind auch Julian und Emma. Emma, jetzt doch gut. Du kannst runter von meinem Schoß, wir sind schon unten, keine Sorge. Mama, es wäre ganz furchtbar. Also, ich will das nie wieder machen, das ist total blöd. Hat's dir nicht gefallen? Ich fand's so schön auf dem Riesenrad, aber... Naja, vielleicht ist das eher was viel Größeres. Können wir jetzt woanders hingehen? Bitte zu dem Karussell oder zu diesem, was Hannah wollte, bitte. Emma, heute nicht. Die Fahrgeschäfte schließen gleich. Vielleicht einen anderen Tag. Die Herbstkirmes ist ja hier noch länger bei uns in der Stadt. Oh, was? Das war's schon, Mama? Oh Mann. Ich dachte, wir können hier überall drauf noch. Naja gut, dann komme ich irgendwann anders nochmal wieder.